Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, eure Steffi. Und gleich zum Anfang, falls ihr noch nicht abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Heute ist der 26. Januar und ein bisschen verspätet machen wir heute Weihnachtsfeier, also meine Kolleginnen und ich. Und wir gehen heute Abend auf eine 70er, 80er, 90er Party. Und da dachte ich, ich filme mein kleines Get Ready With Me für euch, weil das habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht so ein bisschen mit Labern, ich weiß noch nicht. Kann auch sein, dass ich gar nicht rede, während ich mich schminke. Da ich ein rotes Glitzerkleid anziehen werde, werde ich heute sehr viel mit Glitter arbeiten und vor allem mit Rot. Und ich werde mir Locken machen und bitte beachtet nicht meine ekelhafte Haarfarbe gerade. Das Orange ist eigentlich so gut hier raus und ausgewaschen, aber ich habe bisher gerade irgendwie noch gar keinen Bock, das noch zu tun. Pflege habe ich mir schon aufs Gesicht geklatscht. Jetzt mache ich mir erstmal meine Locken, damit die, während ich mich schminke, auskühlen können. So, ich teile mir meine Haare jetzt erstmal ab und fange unten an mit den Locken, weil ich benutze heute mal einen Lockenstab und da arbeite ich mich immer von unten nach oben hoch und stecke die dann fest. Och, Schnatze. Tja, muss ja unbedingt in den Schrank, ne? Und alles umschmeißen. So, während der Lockenstab warm wird, was echt lange dauert, weil das so ein uralter Lockenstab ist, ich meine, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch aus dem DDR oder so, kann ich mir schon mal Primer ins Gesicht klatschen. Da ich ein bisschen rot bin und über den Abend nicht nachglänzen möchte, mische ich meinen Primer einmal. So ein Color Correcting Primer, der ist grün gegen die Rötungen, und ein Matte Effect Base Primer. Ich bin mal gespannt, was heute zur Weihnachtsfeier gemacht wird. Ist ja eigentlich so halb noch ein Geheimnis. Ich glaube, wir gehen wieder in so ein Escape Room. Das ist ganz cool. Das haben wir das letzte Weihnachtsfeier ja auch noch gemacht. Dann bestellen wir uns bei meiner Chefin was zu essen und dann gehen wir auf die Party. Nee, ich mach's mit dem Kletteisen, das geht schneller. Ich stelle mich immer so behindert an, wenn ich mir selber Locken machen will. Bei anderen kann ich das mit dem Kletteisen wunderbar, aber bei mir selber. Nee. Jo, und das mache ich jetzt erstmal meinen ganzen Kopf lang. Bis dahin schalte ich euch erstmal ab. So, jetzt bin ich hier wunderschön eingedreht. Ich weiß nicht, bei mir selber kann ich irgendwie fast nie wirklich Locken machen. Ich kriege das einfach nicht gebacken. Ich verrenke mir da nur die Arme sinnlos. Und bei anderen kann ich wunderschöne Locken mit dem Glitteisen machen. Aber an mir selber kriege ich mit meinen Haaren nichts geschissen. Egal, dann machen wir erstmal weiter mit dem Make-up. So, meinen Primer habe ich ja schon aufgetragen. Jetzt mache ich noch vor der Foundation erstmal Color Correcting Concealer, um so ein paar rote und lila Flecken wegzumachen. Nehme ich erstmal den grünen. Und den gelben. So, jetzt nehme ich meine Foundation, die Can't Stop Won't Stop Foundation von NYX. Ich habe die in der Farbe 06 Vanilla. Erstmal Make-up in die Frisur schmieren. Und ich nehme meinen NYX HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe 02 Fair. Bevor ich abpuder, nehme ich jetzt noch meinen Eyeshadow Primer von Make-Up Factory. Und sorge schon mal für eine gute Glitterbase mit dem Born to Glow Highlighter von NYX. Jetzt nehme ich mir mein Fixing Powder von Make-Up Factory und setze meinen Concealer. Ich will das ganz cool auf meine Jeans umgegeben. Jetzt geht's ans Konturieren und da nehme ich, wie schon lange, meinen Beach Please Powder von Miss Lynn in der Farbe Vitamin C. So, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in die dunklere Farbe Allure All Day. Ganz, ganz leicht nur, um meine Wangenkontur ein bisschen zu verstärken. Aber eigentlich ist es viel zu dunkel für mich. Und das verblende ich jetzt noch mal ein bisschen.
Dann benutze ich heute mal welches Rouge. Ich denke auch das von Make-Up Factory. Das hat so einen Rosenholzton. Für meinen Highlighter. Ich trage heute eine goldene Kette. Eigentlich wollte ich diese roten Puschelohrringe tragen, aber ich will die irgendwie lieber die Kette tragen. Passt halt ein guter goldener Highlighter. Und dann nehme ich heute den Mary Luminizer von The Balm. So, und damit wäre die Base auch schon fertig. Und deswegen gebe ich jetzt, damit das hier so bleibt, wie es ist, schon mal Setting Spray auf mein Gesicht. Jetzt geht's an die Augenbrauen. Dafür benutze ich zurzeit eigentlich ein Produkt, aber das ist kaputt gegangen und ich hatte Angst, dass ich mir das Produkt nochmal kaufe, dass das dann auch kaputt geht und ich da wieder viel Geld dafür ausgegeben habe. Deswegen habe ich mir ein anderes Produkt geholt und benutze aber einen Teil von dem einen Produkt und einen Teil von dem anderen Produkt. Naja. Jedenfalls, meine Augenbrauen sind immer perfekt geworden mit dem NYX Micro Brow Pencil. Hatte man nämlich hier eine Seite mit einem ultradünnen Stift dran und hier diese Bürste mit zum Verblenden. Und das war perfekt, aber dieses Drehgelenk hier ist kaputt gegangen und jetzt kommt die Spitze hier nicht mehr raus. Und ich hatte Angst, dass es bei einem Stift, wenn ich mir nochmal einkaufe, genauso passiert. Deswegen benutze ich hiervon jetzt nur noch die Bürste und habe mir einen günstigeren von BH Cosmetics gekauft, den Studio Pro, wo ich allerdings auch nur die dünne Seite benutze, weil ich mit der dicken Seite nicht wirklich was anfangen kann. Ja, und ausfüllen tue ich dann auch mit der Tame & Frame Pomade von NYX. Und in Form bringe ich meine Haare mit dem Control Freak von NYX. Also benutze ich tatsächlich 4 Produkte für meine Augenbrauen. Ich habe das eigentlich immer sonst danach gemacht, aber ich habe gemerkt, wenn ich das immer danach mache, verschmiere ich mit dem Gel das, was ich unten drunter gemalt habe. Von daher mache ich das jetzt immer vorher. Muss ich aber auch machen, weil meine Augenbrauen nach unten wachsen. Und das sieht doof aus. Wie so ein trauriger Hund sieht das aus. So, dann nehme ich mir jetzt den Duo Brow Pencil von BH Cosmetics, die dünne Seite, und male mir erstmal meine Augenbrauenkontur vor. Und nun nehme ich mir meinen Augenbrauenpinsel und meine Tame & Frame Pomade von NYX und fülle das Ganze aus. Ich fülle die aber nicht bis ganz nach vorne aus, weil dann jetzt nur verblendet wird mit der Bürste. So, nun nehme ich mir die Bürste und ziehe das so ein bisschen nach vorne. So, jetzt kommen wir zum Lidschatten. Da benutze ich heute 2 Paletten und einen einzelnen Lidschatten. Und zwar einmal die Huda Beauty Desert Dusk Palette, dann die Huda Beauty New Nude Palette und einen schwarzen Lidschatten von Make-Up Factory. Ich beginne mal mit der New Nude Palette. Daraus nehme ich mir jetzt Secret als meinen Transition-Ton. Jetzt geht's gleich zur Desert Dusk Palette. Und dann nehme ich als erstes Blazing. Jetzt vertiefe ich das Ganze mit Sappho. Und in die Lidfalte gehe ich mit Out. Und jetzt nehme ich mir meinen schwarzen Lidschatten von Make-Up Factory und gebe den ganz dezent in die Lidfalte rein. Dann nehme ich mir jetzt Bare aus der New Nude Palette und verblende das oben nochmal so ein klitzekleines bisschen. Jetzt nehme ich mir wieder meinen Concealer von NYX und mache mir eine Cut Crease schön über das ganze bewegliche Lid. So, jetzt gehe ich wieder in Sappho von der Desert Dusk Palette und gib ab der Hälfte des beweglichen Lides nach außen drauf. So, dann gehe ich wieder in Out und gebe das weiter hinten drauf. Jetzt nehme ich wieder den schwarzen und gebe das ganz außen in die Ecke.
So, jetzt nehme ich mir den Glitterprimer von NYX und gebe den hier auf das, auf den Teil vom beweglichen Lid, den ich gerade freigelassen habe. Und in die Mitte meines beweglichen Lides gebe ich Excite und innen gebe ich Influated. Pinsel dafür sprühe ich auch mal ein bisschen mit Setting Spray an. Sehr schön. I love it. Herrlich. Was mache ich denn jetzt unter meine Augen? Da ich das oben schon mal ein bisschen benutzt habe, man es zwar nicht mehr so wirklich sieht, aber immerhin, mache ich unter meine Augen Blazing, Saffron und dann Out. Und jetzt Saffron. Außen gehe ich jetzt nochmal mit Out rein. Ich habe hier in der Desert Dust Palette noch Turkish Delight. Ich glaube, das gebe ich hier vorne nochmal so drunter. So, und jetzt brauchen wir nur noch ein Innenhighlight quasi für den Augeninnenwinkel. Da gehe ich wieder in die Nude Nude Palette. Da haben wir ja so schöne Glittertöne. Und dann nehme ich, glaube ich, Daydream. Ich auch so ein bisschen Setting Spray drauf. Aber ich gehe, glaube ich, mit Crave nochmal drüber, weil das so ein bisschen golden ist. Und mein Highlighter ist ja golden, von daher. Eyeliner, please, von Makeup Factory. Und ziehe mir dann mit einem Bomben-Lidstrich. Bevor ich meine Wimpern mache, werde ich nochmal mit Setting Spray drüber gehen, aber dafür mache ich erstmal meine Lippen. Genau, ich habe die vorhin schon gepeelt und alles drum und dran. Und jetzt gehe ich erstmal mit meinem Makeup Factory Beautifying Lip Primer drüber, um die optimal für die Farbe vorzubereiten. Okay, für den Lippenstift, den ich nehmen will, passt, glaube ich, der hier am besten. Das ist ein Lip Liner von Essence in der Farbe Soft Berry. Der ist, glaube ich, auch schon Jahrhunderte alt, ey. Ich kaufe mir irgendwie nie Lip Liner. Ich habe immer nur noch die alten von meiner Mom, die sie nicht mehr benutzt hat. Und ich habe mir einen neuen Liquid Suede von NYX gekauft. Die Farbe fand ich ganz toll. Die heißt Tea and Cookies. Das ist so ein schönes Nude Rosé. Ich glaube, meine Kamera geht gleich aus. Der Akku bringt schon wieder. Oh, wie schön. Ich liebe die Konsistenz von den Liquid Suede jetzt und die halten auch so gut. Wow, die Farbe. Ich glaube, das ist ab jetzt mein neuer Lieblingslippenstift. Oh mein Gott. Wie wunderschön er ist. So, jetzt, bevor der Kamera-Akku ausgeht, benutze ich nochmal mein Setting Spray. Danach tusche ich meine Wimpern mit der Better Than Sex Mascara von Too Faced in Wasserfest, weil wir wollen ja sicher gehen über den Abend. Und dann klebe ich mir noch Wimpern auf. Und zwar von BH Cosmetics, die Studio Pro Wimpern in diesem Style hier. Ich weiß gar nicht, hat das überhaupt einen Namen, der Style? D301. Genau, die klebe ich mir dann noch auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt mache ich meine Locken auf und versuche die einigermaßen auszufrisieren. Ich hoffe, das sind auch wirklich Locken. Wie gesagt, ich kann bei mir selber anfangen gar nichts. Ich glaube, ich haue jetzt mal ein bisschen Haarspray drauf. Das hat auch Style. Kann man machen. Zumindest ist es wellig geworden. Mhm. So,
das war's mit dem Video. Wenn euch der Look gefällt, mit dem ich heute feiern gehe, ich gehe nicht oft feiern. Ich gehe wirklich sehr, sehr selten feiern. Vielleicht zweimal im Jahr maximal. Dann drückt doch gerne auf Gefällt mir, lasst ein Abo da und die Glocke aktivieren natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, denn ihr schminkt auf meinem Kanal ziemlich gerne. Und wenn euch das gefällt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal abonnieren, ne? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gerne auf so 80er-Partys geht oder allgemein feiern. Also ich denke mal, das wäre die meisten. Ja, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüssi!